mussten kürzlich Porto da Sena dem Tieren Demo Dämon demontieren. Über den Grund darf ich nicht sprechen, aber glaubt mir, er ist wichtig. Was soll ich sagen? Ein glattes Dutzend wohlüberlegter Verbesserungen der Infrastruktur. Viva Medici! Ja, ja. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus, so? Andere Richtung. Geistige Kompetenz ist überragend. So. Tag zum Schwimmen, genau. Deine Schwimmer sind auch immer dieselben. Aber mei. Was soll Rico schon noch anderes sagen? Jetzt fahren wir erstmal wieder zu unserer Basis zurück. Gescheite Umwege hier. Warum ich nicht öfters mal Schnellreise oder so benutze, keine Ahnung. Naja. Jetzt schauen wir mal, was sich so tun lässt. Unsere 15 Knoten sind auch ordentlich und das Meer ist einigermaßen ruhig auf der Seite. Es war ruhig. Naja. Eigentlich müsste ich viel, viel mehr schnell reisen, weil es ist ja unmöglich, so immer die Kilometer zu fahren. Oh mein. Jetzt haben wir es ja dann eh bald. Da ist unsere schöne Basis, perfekt. Dann schauen wir doch mal, warum das heißt, drei sind eine Gruppe. So. Drei sind eine Gruppe. Ich will zu meiner Grandmadre.
Wie geht's Mario? Dem geht es ganz gut. Rico, töte mich, bitte. Aber er ist schlimmer als ein Baby. Mhm. Aber ein ganz süßes. Na, wenn du das sagst. Oh, Rico, ich habe hier was Interessantes. Was hat Sino hier verloren? Oh, ausreichender IQ. Er sagt, er hat früher für das Bavarium-Waffenprogramm gearbeitet. Die Diagnose ist faszinierend. Das Bavarium wird direkt in die Panzerung eingearbeitet. Dadurch wird es immun gegen konventionelle Waffen, Explosionen und okay, Feuer. Okay, also unbesiegbare Panzer. Gibt's eine gute Nachricht? Ich weiß noch nicht, wie man das Schild deaktivieren kann. Und was genau ist daran gut? Tja, wir wissen, dass viele Teile des Panzers in einer Fabrik in der Nähe gefertigt werden. Okay, Dima, das sehen wir uns an. Nein, 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 zu gefährlich. Theo hackt sich in die Systeme. Oh, nein, nein, nein. Theo repariert diesen Panzer und dann verkaufen wir ihn. Die Krankheit, um das Heilmittel zu kennen, könnte noch viel mehr wert sein. Oh, du willst eine neue Waffe entwickeln. Dann ist ja alles klar. Dann machen wir drei Hübschen uns mal schnell an die Arbeit, was? Okay, wir sorgen dafür Ärger, du erledigst die Verstärkung und dann greifen wir zusammen die Fabrik an. Nach einem Plan. Nein, 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 nicht anfassen! Ah. Viel Spaß, du Wahnsinniger. Das kann ja nur schief gehen. Wenn dann irgendwann mal der Ladebildschirm vollendet ist. Den ihr ja so gern seht immer. Hey Rico, du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Du scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Weißt du irgendwas über die Ravellos super tolle Panzer, Sheldon? Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kam? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die Schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Die Schwarze Hand? Söldnergruppe. Arbeitet für die Ravello. Große Typen. Gruselige Stimmen, mit Bavarium geschützte Panzer, das übliche halt. Die Schwarze Hand hat einen Deal mit die Ravello. Sie kriegen auch einen Teil des abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, Amigo. Na toll. Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa jetzt. Wow. Wir haben schon oft genug Tankstellen in die Luft gejagt, das hat die Ravello jetzt nicht so interessiert. Sehr subtil. Wie bestellt. Jetzt zeig mal, was du kannst, Rico. Mach sie fertig. Aber meine Liebe zu euch. Thank you.
Stützpunkt an der Raffinerie. Du kannst für uns den Spion spielen. Diese Bavarium-Raffinerie, wozu dient sie? Sie extrahiert Bavarium aus Steinen und Metallen. Das Ergebnis ist reineres Bavarium, das man leichter zu einer Waffe machen kann. Dafür ist es etwas instabiler. Gibt es viele dieser Raffinerien? Eine Handvoll. Wir wissen, dass unser gekaperter Panzer mit Bavarium aus dieser Raffinerie gebaut wurde. Das hat die Analyse der enthaltenen Metalle ergeben. Vergleicht man die Spuren verschiedener Mineralien mit einer geologischen Karte von Medici, ist es einfach... Danke, Theo. Wie gesagt, ich habe ja schon mal sowas Ähnliches vermeldet. Hey, so. Kommt ihr beiden jetzt, oder? Hey, nicht jeder kann fliegen. Amüsieren wir uns ein bisschen. Zerstör den Schaltkasten, das müsste das Tor öffnen. Ich kann von hier deinen selbstgefälligen Blick sehen. Welchen selbstgefälligen Blick? Komm runter von deinem hohen Ross, Rodriguez. So. Ist ja eine gute Idee. Wir müssen bestimmt nicht kämpfen. Nein, nein, nein. Gib mir Deckung, während ich die Daten unterlade. Beeil dich! Annika, ich bin drin. Verdammt, noch eine Firewall. Das Laufwerk hat eine komplizierte Verschlüsselung. Das dauert noch etwas. Schön, dass du beeindruckt bist, aber lange überleben wir das hier nicht. Ich hab's gleich. Die Sicherheitsprotokolle sind extrem robust. Ist mir egal. Die Verschlüsselung ist wesentlich komplexer, als ich erwartete. Theo, das ist mir egal. Knack das Ding! Download läuft. Fertig, verschwinden wir. Nördlich von euch. In dem Hangar steht ein Helikopter. Ich gebe euch Deckung. Getan. Weiter jetzt, halt uns den Rücken frei, Rico! Diese Grube ist riesig!
Sicherheit. Gleich sind wir in Sicherheit. Raketenwerfer, zerstöre sie! Du sagst das, als hätte ich das noch nie gemacht. Rico, benutz deinen Haken und kling dich ein. Hol dir die Typen, Rico. Einfach, dass sie jetzt in Sicherheit sind. Ach so. Wo sind wir jetzt gelandet so? Ah. Okay, ja, dann können wir uns jetzt um Petra kümmern hier. Und Masters und Kapitel Est. Und dann gehen wir. Dann sind wir ja in Kapitel Est und können hier mit Fräulein reden. Da geht's eh um. Genau. Da müssen wir erst noch eine weitere. Ein weiteres Gebiet hier befreien. Stachelrochengebiet. Unentdeckte Siedlung. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Nebio. Uvola, Alvea. Ich schaue mich nur gerade ein bisschen um. Hier sind ja eh noch komische Sachen. Wo man jetzt überall hinkommt. Deswegen. Also ich kann schnell reisen. Zu entdeckten Sachen eben. Naja, ich würde sagen, wir beginnen dann halt hier unten mal. Aber ich würde auch sagen, dass wir uns vielleicht jetzt nicht mehr ganz so hart darauf konzentrieren, so gut wie alles zu befreien. Man muss es ja nicht übertreiben. Wir müssen jetzt halt einfach mal schauen, wie wir es lösen. Es ist halt immer doof, diese blöden in
Inseln da. Hier oben haben wir wieder so eine tolle... Es ist halt einfach... Fliegst erstmal ein paar Kilometer nach draußen, um dieses blöde Ding zu befreien. Aber mal schauen. Wird sich zeigen, wie wir das lösen. Vor allem diese Insel wird dann relativ... schwerwiegender, sagen wir mal so. Ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich auch einfach ein paar Sachen rausschneiden. Weil es ist eigentlich unnötig, wenn ihr mir zuschaut, wenn ich diese ganzen Sachen befreie. Es ist halt immer schön, die Sprachsequenzen mitzuhören. Aber mei. Muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal.